Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wir haben eine neue Mission angenommen und da fahren wir jetzt auch schnell rüber. Das Schweinchen lassen wir leben. Das sind nur 600 Meter diese Richtung. So, und wir sind so mobil mit dem Moped. Das gefällt mir. Das ist sensationell stark. Voll gut. Sehr, sehr schön. So, wir verlassen die Stadt aber noch nicht, weil das ist hier quasi am Rande. Wir gucken mal schnell auf die Karte. Hier. Oder doch, wir verlassen die Stadt und kommen in die neue Stadt rein. Oh, die Zombie-Aktivität ist heute ein bisschen mehr. Moin. Ja, doch. Die ist auf jeden Fall ein bisschen stärker als sonst. Alles klar, das ist das Gebäude, okay. Wieder so ein schönes. So. Oh, sehr gut. Nachtpirscher. Bogenschießen. Niemand wird es kommen sehen. Bögen verursachen nachts 10% mehr Schaden. Hammer gefunden. Nehmen wir mit. So, was gibst du mir? Nehme ich. Ein Motor und eine Batterie war jetzt auch mit dabei. Das machen wir kurz da. Oh, eine 6er Batterie. Schön. Sehr gut. Das Blei nehme ich wieder mit rüber. Da kommt da der Motor hin. Warte mal kurz sortieren. Wo ist mein Geld denn? Habe ich das schon hier reingelegt? Das habe ich jetzt nicht mitgeschnitten. Ja, das Öl können wir noch mit rausnehmen. Und hier die Batterie. Zwei 6er Batterien. Voll gut. So, du. Was kann ich noch stacken? Ja, Plastik. Nehmen wir das Plastik mit rüber. Und hauen den noch mit rüber. Gut. Also. Starten wir die Runde. Theoretisch müsste hier wieder voll sein. Ja, es gehört dazu. Da ist aber jetzt nur Papier drin. Hier ist nochmal ein Moped. Ein Moped, sage ich schon. Ein Auto. Den bauen wir auf jeden Fall ab. Noch eine Batterie. Sehr schön. Eine 1er Batterie, die verhaue ich zu... Oh, 120er. Oh, 120er Blei. Wo ist er? Er ist außerhalb, ne? Drinne bleiben und säubern. Oh, warte, warte. Oh, der Kochtopf. Ich dachte gerade, es wäre hier eine Mine. Kann hier nicht einfach mal so ein Erdbohrer drin rumliegen? Ja, schön. Oh, du bist mir zu schnell. Die waren mir jetzt echt zu schnell. Das war doch jetzt eigentlich nur das Gebiet säubern. So. Da ist frei, da ist frei. Da geht's auch nur raus, gell? Ja. Also geht's entweder nur hoch oder runter.
Nur sag mal. Glaube zu auf ihr Tod. So. Dann. Da geht's runter. Müssen wir hier. Ja, nimm's doch mit, nicht? Ein vierer Helm. Ist das. Warte mal, hier ist ein Bett. Ist das nicht Haupteingangstür? Soll das so aussehen? Ist auch ein bisschen unbequem, oder? Hier so eine Doppeltür zum Schlafzimmer. Ich würde mich da jetzt nicht wohlfühlen. Wir haben noch nicht gefrühstückt. So, jetzt ab in den Keller. Oh, wir werden schon erwartet. Da. Oh. Money, 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 money. Money. So, da. Polische. Haben wir schon angefangen, Zement abzubauen? Dann nehmen wir das auch mit. Ja, schweren Herzens. Musste ich das andere ja liegen lassen, aber wir haben jetzt wieder ein bisschen Luft. Es geht wieder in so einen Bunker. Nur guck an. Das kommt mir doch so bekannt vor. Haben wir das nicht erst vor kurzem gemacht? Also ist noch gar nicht so lange her. Oh. Nee, das ist noch gar nicht lange her. Ich glaube, vorletzte Folge oder sowas, gell? Nee, das ist echt noch nicht lange her. Wir waren hier schon mal in so einem Bunker. Na gut, dann machen wir halt wieder Cleaning-Mission. Huch. Entschuldigung, zu oft E gedrückt. So, genau. Weil hier liegt so ein Kumpel. Ist jetzt nachgeladen? Natürlich nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Herrschaftszeiten. Ich muss den Ladevorgang echt abwarten. Jetzt hat. So mag er das. Immer mit der Ruhe, sagt er. Okay. Ist hier so eine kleine Ärztin drinne? Nee, aber hier war wieder so ein. So eine Leiter. So. Da war aber so eine kleine Ärztin. Ja, da ist sie doch. Ich geh nochmal schnell runter. Lag doch ein Handtäschchen, genau, da lag das Handtäschchen noch von ihr. Lass ich liegen, warte mal. Das lasse ich auch liegen. Aber das hier nehme ich mit. So und so. Ah, hier wäre wieder massig an. Sollen wir es mitnehmen? Bin gerade ein bisschen unentschlossen, was das Ganze angeht. Wir reparieren aber mal hier das Holz. Zack, zack. Hat wunderbar funktioniert. Komm, wir nehmen es mit.
gibt auch Nitrat. Lass mal haben Hammer, ganz einfach. Nee, wollen wir nicht. Weil wir müssen noch ein paar Beete ansetzen. So, das war bloß das Eisen da außen rum. Okay. Ich dachte, das wäre das Fenster, was man da aufmachen hätte können. Aber nö, wollte er jetzt nicht. So. So, jetzt müssten wir hier in die Unterkünfte kommen, gell? Beziehungsweise in die Küche. Aber hier war auch noch eine gute Dame. Sag ich's nicht? So. Sehr gut. Erledigt. Oh, geil. Das Rezept für den Chili Dog. Voll geil. Sehr gut. Da freue ich mich ja. Das hat sich schon gelohnt. Da vergiss den Super Loot. Wir können uns einen Chili Dog basteln. Voll nice. Richtig gut. So. Und weg. So. Moin, Schwester. Zack. So, kommt da noch einer rum? Nee, ne? Aber hier war noch einer. So. Habe ich das Geld jetzt mitgenommen? Ja, gell? Ja. $87. Ja, ist der Military. Der kann da ruhig rumspielen. Wir kommen von der anderen Seite. Ja, brutal gut. Brutal gut. Warte mal. Nee. Oh. Warte mal, das ist mir schon viel. ¥2700 Punkte, Alter. Wenigstens einer hat was da gelassen. Oh, was zum Essen. Nehme ich, Dankeschön. So. Schade. Ja, ein Haufen Klump, gell? Wahnsinn. So, pass auf, den 140, da greife ich kurz drauf. Es gibt Messing. Messing haben wir im Auto, glaube ich. Oder im Moped. Oh, Repair Kits. Warte mal, das möchte ich gerne haben. Ich das mal kurz hier rein. Einmal und einmal. Warteschlange ist voll. Ach, wegen dem Messing.
Gut, geh mal. Haben unser Soll erfüllt. Gebiet ist gesäubert. Und dann, warte, hier geht's raus. Zack. Laufen wir gleich rüber zu unserer Diana, haben wir sie ja genannt. Und dann müssen wir bei uns in der Stadt nochmal gucken, weil da haben wir auch noch was offen. Diesen einen Bunker. Den müssten wir auch noch machen. So. Sehr gut. Die würde ich gern da lassen. Oder warte mal, ich habe doch da... Pass auf. Das kann man hier mit reinpacken. Verändern. Zack, perfekt. Was wären die jetzt wert? Ja, gleich mal ein 100er mehr. So. Unsere ersten 6er-Waffen kommen so langsam, gell? Voll gut. So, verkauf mal, verkauf mal. Können wir gleich mal reinpacken. Die lasse ich noch. Das trinken wir. So, alles, was ich nicht verkaufen möchte. Ja, 106. Verkauf mal. Alles, was ich nicht verkaufen möchte, kommt jetzt erstmal hier rüber. So. Ja, das sehen wir da. Dann fahren wir einfach zu. Das so doof sind wir ja nicht, dass wir das nicht sehen. So. Pete's Pub. Live-Musik. Oh. Oh, moin. Habe ich gar nicht gesehen. Live-Musik. Auch interessant. Das ist hier so ein Hundezwinger. Hier ist wieder so ein Alles. Wir fahren mal ein bisschen mittiger, damit wir die Karte weiter aufdecken können, oder? Ja. Sehr schön. Nö, coole Runde, hat mir gefallen. Sehr gut getaugt. So, Tag 27. Tag 28 ist ja schon wieder Blutmondnacht. Sehr geil. Jetzt wird es doch immer schneller. So, und wir müssen noch so viel machen. Wir müssen noch so viel machen. Ja, whoop. Allein die Erfahrung sammeln, die wir brauchen. So. So, habe ich hier noch irgendwas zum Verkaufen? Nö, aber das Geld nehmen wir mal mit. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So. The name's Jenny, but you can call me Dr. Ah, ich bin Jen. Doch ein Hornochse, oder? Nee, doch nicht. Glück gehabt. Einer ist frei. Ah, geschützte Robotik. Den nehme ich. Und der wird auch nicht verkauft. Ah, herrlich. So, der wird aber verkauft. Der wird verkauft. Der wird verkauft. Dollar werden definitiv verkauft. Das hier. Das. Komischerweise nimmt die das immer. Die Gewehrteile wollte ich eigentlich behalten, ja? Ach, machst du mal weg. Wird mal bestimmt wieder was. Jo. Und so. Die behalte ich auch. Das kann weg. Und das kann weg. Was würde ich denn kriegen für den? Ha. Im Leben nicht. Wir behalten das. Upp. Nochmal kurz hier rüber zu deinen Schätzen. Was hast du denn da noch? Die wird am 28. Tag resettet. Quasi noch während der Blutmond oder vor dem Blutmond. Das müssen wir uns merken. I hope you come back and see me sometime. Weil dann fahren wir jetzt heim oder beziehungsweise ich fahre jetzt heim. Werde das ganze Zeug mal ein bisschen verstauen. Und dann am 28. Tag werden wir nochmal alle Händler abfahren, tagsüber.
Genau. Und dann schauen wir, was wir da noch kriegen, bevor es wieder rund geht. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Oh, was ist das denn hier für eine Geschichte? Warte, was ist das für eine Mission? Mal lesen. Braunheld, lieber Fremder, meine Leute haben dich beobachtet und berichtet, dass du Potenzial hast. Danke. Wenn du diese Herausforderung schaffst, haben wir in unserem Lager vielleicht Platz für noch einen neuen Rekruten. Crazy wie ein Fuchs. Jake, Herausforderung, töte ein paar weibliche Zombies. Hatten wir das nicht schon mal, Frauenheld? Bei uns an der Basis, gar nicht weit entfernt? Komm, die machen wir noch nebenbei. Die wäre 500 Meter in diese Richtung. Die nehmen wir noch mit, was soll's. So. Bin ich ja mal gespannt. Was er uns da anbietet. Und dann können wir gleich bei Jen nochmal anhalten, die Kohle einstreichen. Der Tag ist gerettet. Ja, so machen wir's. Bleib ich da hängen? Nee, komme ich durch. Sehr gut. So, da geht's rein. Oh, warte mal, ist da eine Straße? Oh, ist keine Straße, guck an. Wow, geiler Move, hey. So, nachgeladen ist, perfekt. Jo, hat sie erledigt. Schon erledigt, die Mission. Ne? Das war so ein bisschen der falsche Knopf. Gut, alles klar. Haben wir die Mission auch noch gemacht? Warum auch nicht? Was hast du mir hier anzubieten? Ja, nimm's mit. Was habe ich denn eigentlich bekommen von der Dame? Hier so zwei Bier und so Dosen, ne? Ja, komm. Gießen wir weiter. Also, wie gesagt, ich fahre jetzt heim. Bring das ganze Zeug weg. Wir fahren jetzt aber jetzt noch kurz zusammen zu unserer liebreizenden Diana. Geben die Mission ab, weil die gehört ja irgendwie so zu dieser Jake-Bande oder Duke-Bande. Dann ist das auch schon mal erledigt und dann fahre ich erstmal heim. So. Genau. Aber das kleine Moped, das verbraucht schon ein bisschen genug Benzin, gell? Also das ist schon nicht ohne. So, zack, zack, zack. Komm mal her hier. Now the well, look what the cat dragged in. So. Herausforderung abgeschlossen. Perfekt. So, und wir fahren jetzt heim. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge daheim. Und schauen, was wir da noch machen können. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ciao, macht's es gut.